Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute zusammen eine Slider-Mega-Ich-schieb-dich-da-raus-Karte. Ich habe vergessen, wie die Karte heißt. Die hat irgendeinen Begriff, aber ja, ich schreibe dir den Titel oder so. Ich weiß es noch nicht. Ich bin darauf gekommen, weil die wird mir ständig vorgeschlagen und auch hier wieder das gleiche Spiel. Komm, Janine, dann basteln sie jetzt mal nach. Der erste Versuch ging tierisch in die Hose. Der zweite Versuch habe ich mir selber so ein bisschen umgemodelt und noch ein paar andere Videos dazu geguckt. Das funktionierte dann ganz gut. Ich mache das hier in Inch. In der Infobox steht aber nochmal alles in Zentimeterangaben. Falls ich mich heute ein bisschen belegt anhöre, ich glaube, ich werde krank. Aber es ist noch nicht so weit, also scheiß drauf. So, wir starten. Und zwar benötigen wir 3 Stücke Designpapier. Die Maße, also ich habe, lass mich mal gucken, groß, mittel und klein. Dann benötigen wir 2, ja, das habe ich jetzt aus meiner Restekiste. Die Dinger hier, das sind so kleine Streifen. Die Farbe ist auch egal, weil das sieht man später nicht. Die sind einen halben Inch breit und ich glaube so ungefähr 3 Inch lang. Ja, ansonsten brauchen wir noch doppelseitiges Klebeband, Kleber und es ist ein kleines bisschen knifflig. Wir brauchen ein Lineal und ein Cuttermesser, weil wir müssen da 2 Schlitze reinschlitzen quasi. Aber wir fangen jetzt erstmal mit der Falzarbeit an. Wenn es zum schwierigen Teil kommt, dann sage ich euch Bescheid. Los geht's! Ich starte mit dem kleinsten Teil und das falze ich an einer Stelle, genau wie die anderen 3 Dinge auch, weil das war so ein Trick, den habe ich mir von Dawn abgeguckt, Dawn's Stamping Thoughts oder so heißt die, glaube ich. Oh, wartet mal, ich habe den Wimper im Auge. Okay, das falzen wir bei 3 1/8. So, dann lege ich das beiseite und nehme mir das nächste, und zwar das mittlere Stück. Und das falzen wir bei 3 3/8. Also hier. Ich weiß nicht, warum ich das immer zweimal mache. Das ist eigentlich total unsinnig. Gerade bei so der Dicke, aber fragt mich nicht. Macht's nicht nach oder macht's nach. Ich weiß es nicht. Und das größte Stück von allen, das falzen wir bei 3 7/8. Also hier. Und dann sind wir auch schon fertig. Dann knicke ich mir das Ganze an der Falzkante. Ich nehme mir auch noch mal ein Falzbein zur Hand und rubbel das ordentlich nach. So. Ach, herrlich. So, und dann, damit das Ganze auch schön flutscht später, knicke ich das jetzt um. Man kann das auch an der zweiten Stelle ganz normal falzen, aber dann hat man öfter das Problem, dass das nicht so akkurat passt. Und so sind wir auf der sicheren Seite, dass das später alles vernünftig slidert quasi. Ne? Also ich nehme das Stück und klappe mir das bis zu der Falz, also vor die Falz, vor den Falzbubbel quasi. So, dann halte ich das fest und dann drücke ich das hier hinten runter. Und dann seht ihr, habt ihr hier so einen kleinen Spalt frei. Deswegen drehen wir uns das Ganze um, weil ich möchte ja, das wird nämlich nach innen geklebt, das mit der kurzen Seite, und das mit der langen Seite wird drüber geklebt und so hat man dann hier einen schönen Abschluss. Ist da, was ich meine? Ich glaube, die hat das anders gemacht, aber bei mir kommt das jetzt einfach gerade so raus und weil ich euch das zeige, wird das bei euch wahrscheinlich auch so rauskommen. Also bei dem zweiten Teil genau das gleiche wieder. Ich knicke mir die eine Seite um und dann halte die Stadt hier dran vor den Falzbubbel. Dann gucke ich auch zu, dass das hier schön eben ist. Wenn ich richtig geschnitten habe, sollte das gerade sein. Und dann auch hier einfach runterdrücken. Hier wieder das Gleiche. Ich klappe dann die linke Seite rein und die rechte Seite drüber und drehe mir das, damit die Öffnung dann hier auf der Seite ist. Last but not least, das Größte. Oh, ich finde die Farbe einfach so geil. Und als allererstes präpariere ich mir das erste Ding. Was ich jetzt machen möchte, ist, das Ding kommt ganz nach oben. Und hier soll was rausgucken, wo man dann den Drang hat, da dran zu ziehen. Ich guck mal, was ich in meiner Restekiste habe. Ich nehme Gold. Da habe ich die Hütchen von den kleinen, vom Adventskalender ausgeschnitten. So, also nehme ich mir jetzt hier einfach, lege ich mir das so hin. Und schneide das ein bisschen kleiner als das, als das Kärtchen an sich. Warte mal, das da unten schneide ich mal gerade weg, weil das brauche ich nicht. Und das schneide ich auch gerade weg hier. Muss ja alles seine Ordnung haben, ne? So, jetzt habe ich ein Rechteck. Und dieses Rechteck, das sollte hier so reinpassen. Und das knicke ich mir jetzt in der Mitte, damit es auch stabil ist. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn er das nicht akkurat knickt oder so. Das ist wirklich vollkommen egal. Denn das wird jetzt einfach hier so reingeklebt und das soll dann aussehen wie so eine Ziehlasche. Man kann auch noch Zieh draufschreiben oder so, ich weiß es nicht.
Ich denke, ich werde mir das hier oben aber ein bisschen abrunden, einfach damit es schöner aussieht. Also ich schneide mir jetzt hier so eine Ecke weg und dann nehme ich mir die Ecke und dann lege ich die hier oben dran, damit ich den gleichen Abstand auf der anderen Seite habe. Also mit den Nägeln ist das jetzt ein bisschen schwierig, aber ich lege mir dann die Ecke hier oben so dran und dann schneide ich einfach an der Ecke hier entlang und habe dann den gleichen Abstand und jetzt hat man irgendwie ein cooles Tag-Ding, ne? Jetzt mache ich mir noch ein Loch in die Mitte. Wenn ich den Locher finde, weil der Locher ist halt verschwunden. Okay, also ich werde das Loch da oben einfach drin lassen, weglassen, weil ich finde einfach diesen Locher nicht. Keine Ahnung, wo der sich versteckt hat. So, auf jeden Fall klebe ich mir das hier komplett zusammen. So, und das hier kleben wir jetzt so da rein, dass das halt aussieht wie so eine hübsche Lasche. Bei mir soll das so aussehen. Deswegen bringe ich jetzt hier Kleber an. Und dann lege ich mir das auf das Mittelding. Sehe zu, dass der Abstand links und rechts einigermaßen gerade ist. So, und dann klappe ich einfach die linke Seite zu. Und jetzt bringe ich auf dieser Seite noch doppelseitiges Klebeband an, also hier an den Rand. Könnt ihr normalen Kleber nehmen. Einfach das, was ihr da habt. Und dann klappe ich das so zu. So. Als nächstes müssen wir ein bisschen schneiden. Also das war jetzt wirklich der einfachste Teil. Jetzt müssen wir ein bisschen schneiden und ein bisschen messen. Hierfür nehme ich mir meine Messmatte, die total verschrabbelte Uselsmatte. So, und ich starte mit dem mittleren Ding. Also wir haben das so zugeklappt. Ja, wir klappen das nach links auf. Die Seite lassen wir unberührt, die Mitte lassen wir auch unberührt. Jetzt nehmen wir uns hier die rechte Seite. Also die Seite, die, wenn ihr das zuklappt, ein bisschen kürzer ist. So. Und wir messen. Und zwar messen wir einmal von links und einmal von rechts einen Inch ab. Wie gesagt, die Maße alle unten in der Infobox. Also von links und von rechts quasi 2,5 cm. So, das mache ich hier unten auch nochmal. Und dann ziehe ich mir hier eine Linie runter. Wenn man das erkennt, erkennt man wahrscheinlich nicht so gut bei dem Designpapier, ne? So. So, und wenn wir das gemacht haben, ich hatte vergessen, die Kamera anzumachen, deswegen sind da die Striche schon, lege ich mein Lineal so an, dass hier oben die Inchmaße quasi anfangen. Und dann mache ich eine Markierung bei 1/4 Inch. Und dann gehe ich den ganzen Weg runter bis zu 2,5 Inch. Und auch da mache ich eine Markierung. Und das gleiche natürlich auch beim zweiten Strich. Also 1/4 und... Ach, ich habe das blöde Lineal. Hier, 2,5. So. Und jetzt nehmen wir unser Cuttermesser zur Hand und schnippeln. Was heißt schnippeln, ne? Aber ziehen eine Linie von diesem 1/4 Markierungsding bis runter zu dem 2,5 Markierungsding. Wenn ihr da ein bisschen drüber malt, ist das jetzt auch nicht weiter schlimm. So, und an der anderen Seite genau das gleiche. So, jetzt haben wir hier so eine Lasche kreiert quasi. Ne? Jetzt kommen diese kleinen Mini-Teile hier zum Einsatz, diese Restpapiere-Design-Dinger. Und jetzt müssen wir das Ganze einmal zuklappen. Und jetzt weben wir quasi bei zwei Strichen. Also, ich schiebe das in den ersten Schlitz von rechts rein, sodass der auf der anderen Seite wieder rauskommt. Fertig! Das war die Weberei. Dann schiebe ich mir das Ganze nach unten und knicke das hier um. Allerdings nicht so eng, dass das jetzt genau an der Kante ist. Also locker umklappen, weil das ist jetzt unser Schiebemechanismus. Und wenn wir das zu feste machen würden, dann wird das nicht vernünftig lüppen. Seht ihr? So muss ich das bewegen können. So, das lassen wir jetzt erstmal so und nehmen uns das große Ding zur Hand. Und auch hier klappen wir das Ganze nach links auf und nach rechts und bearbeiten das rechte Teil hier. Hier wieder genau das gleiche, also ich messe von links und von rechts jeweils einen Inch ab. Lege ich das hier oben wieder an
und messe nicht ein Viertel, sondern ein halbes Inch ab. Einen halben Inch. Und das wäre dann quasi einmal hier. Und dann gehe ich die ganze Strecke runter bis zu der 3-Inch-Markierung. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch nochmal. Also ein halber Inch und 3 Inch. Und jetzt genau das gleiche. Das Lineal anlegen, das Cuttermesser zur Hand nehmen und den Bereich zwischen den Markierungen aufschlitzen. Und jetzt nehmen wir uns das zweite Teil und schieben auch das wieder unter dieser kreierten Lasche durch, ziehen das Ganze so nach unten und klappen diese Seitendinger hier mal weg. Nicht zu feste, weil, wie gesagt, ne, soll sich ja noch bewegen können. Und das sieht gut aus. Als nächstes nehmen wir uns die zwei zurechtgeschnittenen Dinger. Ich sehe zu, dass das alles hier so schön nach unten geht. Jetzt nehme ich mir doppelseitiges Klebeband und bringe hier auf diesem eingewebten Streifen ein bisschen Kleber an. Ich mache jetzt hier einfach mal zwei Dinger, weil ich habe das selber noch nicht so wirklich ausprobiert. Und doppelt gemoppelt hält ja bekanntlich besser, ne? So. Und hier an die Seite, da bringe ich auch einen doppelseitigen Klebestreifen an. Und los geht's. Wir starten, das Ganze zusammenzusetzen. Und zwar nehme ich mir dieses erste Zwickelchen, weil das ist das erste, was rausgezogen wird. Und ich drapiere das zwischen die zwei Falzlinien. Warte, die sieht man nicht so gut. Ich markiere die mal eben. So, und jetzt drapiere ich das Ding so, dass das hier oben bündig abschließt. Oder ein bisschen weniger sogar noch, ist eigentlich egal, aber Hauptsache es guckt nicht oben drüber. Also ich versuche das Ganze mehr oder weniger bündig abzuschließen. Und darauf zu achten, dass hier links und rechts der gleiche Abstand zum Rand herrscht. Und dann ziehe ich mir hier diese Klebezöppel weg. So, nochmal. Weil die Klebezöppel sollte man vielleicht am Anfang wegziehen. So, und wenn ihr denkt, dass das so richtig liegt, dann klappe ich die Seite einfach runter. Hier nochmal schön drücken, weil da drunter ist ja der Kleber. Und jetzt noch hier die Seite abziehen. Die Teile, obwohl das könnte man glaube ich noch ein bisschen kürzer schneiden, die sollten sich nicht überlappen. So, das muss nicht schön sein, ne? Das muss einfach nur funktionell sein. So. Die Dinger sollen runtergeklappt sein, also darauf achten, dass das jetzt nicht so steht, sonst hackelt's. Und dann klappe ich das Ganze einfach zu. Und fertig ist der erste Mechanismus. Tada! 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 Boah, das ist wieder so eine Karte, könnte man den ganzen Tag machen, ne? Ich liebe das. Kein Wunder, dass mir das Ding ständig vorgeschlagen wurde. Weiter geht's mit diesem größten Ding. Und hier ziehe ich mir schon mal vorab die Klebestreifen-Schutzhüllen ab. So. Darauf achten, dass nicht drüber geklebt wurde, weil sonst hackelt es auch. So wie bei mir hier. So. Und dann nehme ich mir das komplette Teil hier und drapiere auch das so, dass es hier einigermaßen bündig abschließt und links und rechts einen ungefähr gleichen Abstand hat. Und zuklappen. So, wieder zusehen, dass die Dinger hier unten liegen und das Ganze zuklappen. So, und fertig ist eure kleine, wie auch immer diese Slider-Funktionskarte heißt. Ta-da-na-na. Ist das geil oder was? Na-na-na-na. 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 Und als nächstes könnt ihr das Ganze auch schon dekorieren, wie auch immer ihr das machen wollt. Also bei mir kommen, ich glaube, die Pinguine zum Einsatz, aber ich habe noch überhaupt gar keine Idee, deswegen nehme ich euch jetzt nicht zur Dekoration mit. Aber ich zeige euch das Ganze, wenn es gleich fertig ist. Das ist mein fertiges Ergebnis. Ich habe sämtliche Stempel zusammengewürfelt, die mir so in die Hände gefallen sind. Ja, und das habe ich dann alles kombiniert. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sind immer die Teile, die, wenn man ins Weihnachtsland geht, ins Weihnachtsland, zum Nordpol, zum Weihnachtsmann quasi, die stehen immer vorne an der Pforte. Ich weiß nicht, wie die Teile heißen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob die leuchten. Das weiß ich nicht. Ich bin wahrscheinlich noch nicht so ganz weihnachtlich eingestimmt, als dass mir das jetzt einfallen würde. Egal, ich habe die trotzdem gelb gemacht. Ich habe das Ganze kombiniert, das Gelb mit dem Lila von diesem Designpapier.
Ja, auch die kleinen Pinguine sitzen in lilanen Geschenken und haben gelbe Nasen. Ja. Die Sprüche fand ich ganz süß. Die sind von dem gleichen Set, wo ich jetzt auch die großen Pinguine verwendet habe von Mama Elephant. Ich verlinke euch das mal. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt steht. Da steht da Warm Holiday Wishes and From Our House to Yours. So, wenn man das Ganze rauszieht, erstmal so, da kommen die kleinen Knödel mit den gelben Nasen, beziehungsweise orange. Und wenn man das ganz hochzieht, dann steht da Merry Christmas. Find die Karte, die ist einfach total geil. Da kannst du ja alles mitmachen, ne? Das kannst du als Weihnachtskarte verwenden, als Geburtstagskarte, als Werd wieder gesund Karte und. Da kann man sich austoben ohne Ende. Und sind wir mal ehrlich, so schwierig ist das irgendwie gar nicht, ne? Wie wir uns das alle vorgestellt haben. Naja, so. Das war's auch schon. Ich mache mich jetzt mal an eine Schüttelkarte, glaube ich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Eventuell bei dieser Schüttelkarte. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!